Weil es heute Morgen am Frankfurter Flughafen mehrere Hinweise auf eine Drohne gab, wurden 70 Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen. Denn für Flugzeuge sind die Drohnen eine reale Gefahr und die Fluglotsen können sie auf ihrem Radar nicht erkennen. Wenn beispielsweise eine solche kleine Drohne von einem Triebwerk erfasst wird, also einer Turbine, und durch dieses Triebwerk geschreddert wird, dann kann eine Drohne, anders als beim Vogel, dazu führen, dass sich die Turbinenschaufeln deformieren. Auch am Dresdner Flughafen wurden schon Drohnen gesichtet, zweimal im vergangenen Jahr. Dabei ist es Drohnenpiloten streng verboten, näher als 1500 Meter an die Außengrenzen eines Flughafens heranzufliegen. Aber das wird häufig missachtet. Dabei ist es eine Straftat, ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Dem Piloten droht Gefängnis und bei jeder Sichtung einer Drohne wird die Polizei verständigt. Aber Drohnenlenker sind kaum zu schnappen, wenn sie unentdeckt bleiben und ihre Drohne nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind. Armin Bennecke, der Drohnenpiloten in Großenhain schult, kritisiert vor allem, dass Drohnen ohne Ausbildung geflogen werden und sich manche Piloten oft nicht an die Regeln halten. Da kann ich nur sagen, das ist unverantwortlich, so etwas. Und das sollte wirklich mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden und diese Menschen auch bestraft werden. Er weiß, dass viele Drohnenpiloten auf der Jagd nach spektakulären Bildern sind und sich dabei über Grenzen hinwegsetzen. Es kann tatsächlich um Menschenleben gehen, also Tote. Und weshalb muss man denn so etwas überhaupt angehen als Drohnensteuerer, Drohnenpilot? Die Flughäfen haben die Gefahr durch Drohnen erkannt und rüsten auf, etwa mit solchen Detektoren, die Drohnen am Himmel aufspüren und den Standort der Piloten verraten können.